Hallo und herzlich willkommen hier auf Ideal Watches, dem Kanal, der euch dabei hilft, die perfekte Uhr zu finden. In diesem Video geht es um die Fossile Hybrid HR. Was die schicke Hybrid Smartwatch alles kann und was es mit ihrem besonderen Display auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Die Fossile Hybrid HR ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Für Herren gibt es eine Variante mit breiteren 22 mm Armbändern, während die Damenversion schmalere 18 mm Armbänder verwendet. Außerdem gibt es einige Modelle, die eine breitere Lünette und einen größeren Gehäusedurchmesser haben. Das Modell, das ich getestet habe, war mit einem 22 mm Silikonarmband und einer breiteren Lünette ausgestattet. Auch wenn der Look der Uhr mich sehr an eine Taucheruhr erinnert hat, lässt sich die Lünette nicht drehen und auch das Tauchen ist mit der Fossile Hybrid HR keine gute Idee, da die Uhr nur bis 30 Meter wasserdicht ist. Und trotzdem sieht die Uhr sehr hochwertig und schick aus. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl und macht auch einen sehr robusten Eindruck. Auch die Verarbeitung ist tadellos. Das dunkle Zifferblatt ist sehr übersichtlich gehalten und lässt sich auch angenehm ablesen. Was man auf den ersten Blick nicht erkennt, ist, dass der innere Teil des Zifferblatts ein Display ist. Die Fossile Hybrid HR besitzt ein spezielles E-Ink-Display, das man zum Beispiel aus einem E-Book wiedererkennt. Da das E-Ink-Display keine Hintergrundbeleuchtung braucht, lässt es sich auf den ersten Blick nicht als Display erkennen und fügt sich unauffällig in das Design der Uhr ein. Das Tolle daran ist, dass sich das Design des Zifferblatts dadurch individuell anpassen lässt. Neben zahlreichen verschiedenen Designs kann man auch wählen, welche Informationen auf dem Zifferblatt angezeigt werden sollen. Neben Datum, Herzfrequenz und Schrittanzahl lassen sich auch das Wetter oder eine zweite Zeitzone anzeigen. Das E-Ink-Display lässt sich auch in der Sonne perfekt ablesen. Problematisch wird es allerdings im Dunkeln. Da das Display über keine eigene Beleuchtung verfügt, sind mehrere LEDs in der Uhr verbaut, die durch doppeltes Tippen auf das Uhrenglas aktiviert werden. Das ist aber leider nur eine behelfsmäßige Lösung und trotz der LEDs lässt sich das Display im Dunkeln nur schwer erkennen. Die Fossile Hybrid HR ist relativ groß und schwer, wirkt aber trotzdem nicht klobig. Die getestete 44 mm Variante ist auf jeden Fall eher für breitere Handgelenke ausgelegt, während die kleinere 42 mm Variante auch an schmalere Handgelenke passt. Das mitgelieferte Silikonarmband trägt sich sehr angenehm und macht einen qualitativen Eindruck. Dadurch lässt sich die Fossile Hybrid HR sowohl beim Sport als auch im Alltag wirklich gut tragen. Nur beim Schlafen hat sie mich persönlich etwas gestört. Das große Display der Fossile Hybrid HR ermöglicht einen für eine Hybrid-Smartwatch ausgesprochen großen Funktionsumfang. Mit den drei seitlichen Tasten der Uhr kann man durch ein übersichtliches Menü navigieren, in dem man dann die Wahl aus verschiedensten Funktionen hat. Ist die Uhr über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, kann sie Anrufe, Nachrichten und sogar das Wetter anzeigen. Außerdem lässt sich die Musikwiedergabe und die Kamera des Smartphones mit der Uhr fernsteuern. Sollte man sein Handy einmal nicht finden können, gibt es außerdem eine Handysuchen-Funktion, die das Handy zum Klingeln und Vibrieren bringt. Es lassen sich außerdem verschiedene Wecker und Timer stellen und es gibt die Möglichkeit, eine zweite Zeitzone einzustellen. Auch ein umfangreiches Aktivitätstracking ist mit der Fossile Hybrid HR möglich. Über Schrittzähler und Herzfrequenzsensor kann die Uhr deine Schritte, aktiven Minuten und verbrannten Kalorien bestimmen. Workouts lassen sich mit der Fossile Hybrid HR ebenfalls aufzeichnen. Dabei hat man die Wahl aus den Sportprofilen Gewichte, Laufband, Crosstrainer, Laufen und freies Training. Besonders groß ist die Auswahl also nicht. Trotzdem macht die Fossile Hybrid HR beim Aufzeichnen der Workouts einen soliden Job und erfasst Herzfrequenz und verbrannte Kalorien zuverlässig. Für Gelegenheitssportler sind die Sportfunktionen gerade so ausreichend. Wer ein detailliertes Sporttracking erwartet, ist bei der Fossile Hybrid HR allerdings falsch. Der Akku der Fossile Hybrid HR soll laut Hersteller 2 Wochen lang durchhalten. Im Test bestätigte sich diese Angabe und die Fossile Hybrid HR schaffte es mit einer Akkuladung 13 Tage lang durchzuhalten. Das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Uhr über ein großes Display verfügt, das eigentlich dauerhaft aktiviert ist. Die Fossile Hybrid HR ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel. Zur Anbindung an das Smartphone wird die Fossile Hybrid App genutzt. Die App ist sehr schlicht und übersichtlich aufgebaut und bietet die Möglichkeit, sich seine Aktivitäts- und Schlafdaten noch einmal im Detail anzusehen.
Die App speichert außerdem alle Daten, sodass man seine Werte über mehrere Wochen und Monate vergleichen kann. Was mich persönlich aber etwas gestört hat, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, sich seine absolvierten Workouts in der App anzuschauen. Dazu wird die separate Google Fit App benötigt. Außerdem lassen sich in der App noch einige Einstellungen an der Uhr vornehmen. Man kann den Tasten der Uhr spezielle Funktionen zuweisen, die sich dann per Schnellauswahl öffnen lassen. Auch Anzeige und Design des Zifferblatts lassen sich anpassen. Trotz der pixeligen Auflösung und der fehlenden Farben hat man dabei eine erstaunlich große Auswahl und kann sogar eigene Bilder verwenden. So, kommen wir zum Fazit. Die Fossil Hybrid HR ist eine modische und hochwertige Hybrid-Smartwatch, die dank des großen E-Ink-Displays vielfältig genutzt werden kann. Das Lesen von Nachrichten oder die Fernsteuerung des Handys funktionieren problemlos. Auch Schrittzähler und Herzfrequenzsensor liefern sehr genaue Daten und ermöglichen damit ein umfangreiches Aktivitätstracking. Die Sportfunktionen bleiben hingegen eher oberflächlich und eignen sich nur für Gelegenheitssportler, die auf detaillierte Daten verzichten können. Auch die schlechte Beleuchtung des Displays stört etwas und sorgt dafür, dass man die Uhr im Dunkeln nicht perfekt ablesen kann. Alles in allem richtet sich die Fossil Hybrid HR vor allem an Leute, die nach einer modischen Alltagsuhr suchen, die mit grundlegenden smarten Funktionen ausgestattet ist. Falls ihr gerade auf der Suche nach einer Hybrid-Smartwatch seid und euch die Fossil Hybrid HR nicht so wirklich überzeugen konnte, dann solltet ihr euch unbedingt mal meinen Vergleich der besten Hybrid-Smartwatches im Jahr 2020 ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen.